Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Partie des Monats, diesmal vom Monat Februar. Vielleicht fragen sich manche von euch, warum eigentlich das Video erst im April rauskommt, aber ich die Partie des Monats vom Februar bespreche. Das liegt daran, ich habe diese Kooperation mit der Ochade Schachzeitung, wie schon in früheren Videos erwähnt, findet ihr in der neuesten Ochade Zeitschrift von der April-Ausgabe eine ausführliche Textanalyse von dieser Partie. Und natürlich warte ich immer mit meiner Videoanalyse, bis sie rauskommt, bis dann auch die neueste Ausgabe der Ochade rauskommt. Deshalb ist da immer diese Diskrepanz, weil es natürlich ein bisschen Zeit braucht, bis dann eine Zeitschrift in Druck geht und bis das alles fertig wird. Von daher, die Textanalyse fertig schon früher an, aber das Video kommt dann erst raus, wenn die Zeitschrift danach draußen ist. Okay, lasst uns anfangen. Was habe ich heute für euch? Die Partie Ilya Ilyushinok gegen Pavel Iljanov gespielt in der ersten Runde der Europameisterschaft. Ilya Ilyushinok sagte mir persönlich nichts. Spieler mit einer Elo von 2450, tatsächlich noch kein. Er besitzt gar keinen Titel, tatsächlich noch nicht mal internationaler Meister, aber an seiner Zahl kann man natürlich sehen, dass er auch schon ein recht starkes Spieler ist. Und dann Pavel Iljanov, werden die meisten von euch kennen, gehört zum 2-7er Club, sehr starker ukrainischer Spieler. Gut, fangen wir an. E4, C5, Springer F3, E6, D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4. Wir sehen hier, gut, noch sehen wir gar nichts, denn hier hat Schwarz noch verschiedene Möglichkeiten, was zu spielen. Aber jetzt mit diesem Zug, Dame C7, wird das Timanov-System eingeleitet. Schwarz könnte hier auch noch in das sizilianische Vier-Springer-Spiel überleiten mit Springer F6. Ist aber nicht besonders populär. Gut, Dame C7. Das System dagegen ist recht populär in letzter Zeit. Weiß verschiedene Sachen probiert. Und wir sehen mal, was hier Ilyushinok mit Weiß spielt. Er spielt Läufer D3, ist tatsächlich der Zug, den ich auch selber spiele. Die beiden Züge, die hier in letzter Zeit häufig probiert wurden, Dame D2 schon seit langer Zeit quasi der Hauptzug, Weiß bereitet die lange Ochade vor. Und wie es immer so ist mit Stellungen, mit entgegengesetzten Rochaden, ergeben sich natürlich sehr viele scharfe Stellungen, wo beide Seiten gegnerischen König angreifen. Und ich hatte diesen Zug auch für eine kurze Zeit gespielt, aber es hat mir nicht gefallen, weil es mir einfach zu riskant war. Und der Zug, der jetzt in letzter Zeit recht modern geworden ist, ist der Zug Dame F3. Auch mit der Idee lang zu rochieren. Dame geht aber hier eher zum Königsflügel. Es gibt manchmal auch Ideen, Dame G3, Damen abzutauschen. Und sonst hat Weiß auch wieder die Idee mit G4. Sehr interessant, wird gerade sehr stark diskutiert auf höchstem Niveau. Und ich habe diesen Zug tatsächlich auch, ich habe ihn noch nicht gespielt, aber ich habe ihn in meiner Chess24-Serie auch empfohlen. Aber Läufer D3 ist der alte Hauptzug und Weiß peilt hier die kurze Rochade und es ergeben sich ein bisschen ruhigere Stellungen. Und das gefällt mir hier besser, deshalb spiele ich es persönlich auch, weil man eben kein großes Risiko eingeht. Springer F6, kurze Rochade, hier Schwarz mehrere Möglichkeiten vorzusetzen. Springer E5, der Hauptzug, den Iljanov hier auch spielt. Springer schlägt D4, ist ein weiterer Zug, den Schwarz ganz gerne macht. Nimmt hier ein bisschen Figuren vom Brett und versucht die Stellung zu vereinfachen. Okay, Springer E5 und jetzt spielt hier Ilyushinok fast eine Neuerung. Das muss man sich erstmal vorstellen, diese Stellung, die schon über 1000 Mal gespielt wurde, spielt er einen Zug, der gerade mal 3 Mal gespielt wurde. Dame D2. Ja, der ganz klare Hauptzug ist hier H3. In Schwarz hat er mit diesem Zug Springer E5 angedroht, nach G4 zu springen, um hier den Läufer zu attackieren auf E3 und auch Matt zu drohen auf H2. Und da H3 absolut sinnvoll. Und dann geht es in der Regel weiter mit Läufer C5, König H1, D6, F4, Springer G6. Wir haben hier eine typische Scheveninger Struktur, nur mit dem Unterschied, dass der Läufer sich vor der Bauernkette befindet. Normalerweise in diesen Scheveninger Stellungen steht der Läufer auf E7. Und das ist nicht unbedingt ein Nachteil von Schwarz. Für Schwarz ist es einfach anders. Und gut, absolut spielbare Stellung für Schwarz und für Weiß.
Dame D2 ist auch ein sinnvoller Zug. Erstmal werden die Türme verbunden. Dame war ja die einzige Figur, die noch nicht, sagen wir, entwickelt wurde. Und jetzt möchte Weiß Springer EG4 mit Läufer F4 parieren. Und jetzt würde E5 übrigens keine Figur gewinnen, denn es kommt einfach Läufer G3 und der Bauer ist gefesselt. Und das wäre dann nicht gut für Schwarz, denn er hätte sich einfach nur ein paar Schwächen hier erzeugt auf D5 und auch der Springer auf G4 würde merkwürdig stehen. Na gut, und wenn hier Schwarz jetzt D6 spielt, dann hat ihm das alles gar nicht so viel gebracht. Es kommt H3, Springer wird vertrieben, Läufer G3, Weiß kündigt an, spielt mit F4, E5 und Schwarz verliert viele Tempi, dadurch, dass er seinen Springer so oft ziehen muss. In der Partie spielt Jan auf D6, aber ich glaube, das ist ein wenig zu, sagen wir, zahm, zu langsam. Ich denke, B5 wäre besser gewesen, um F4 mit Springer C4 zu kontern und dann hätte man Läufer C4 die Möglichkeit, mit der Dame zu schlagen oder auch mit dem Bauern. Und dann spielt Schwarz Läufer B7 und ich glaube, es ist ganz okay für ihn hier. Gut. Folgende Partie, Ejano spielt D6, jetzt H3, Weiß bereitet also jetzt F4 vor. Das ist eigentlich immer der typische Plan von Weiß, F4 spielen und dann hat man verschiedene Ideen, manchmal mit F5, manchmal mit E5. Es kommt dann immer auf die konkrete Stellung. Gut, Schwarz entwickelt sich weiter. Das ist übrigens hier das größte Problem von Schwarz, dass er in der Entwicklung hinterherhinkt. Ihr seht, Weiß hat alle seine Figuren entwickelt, König ist rochiert, alles Paletti, während Schwarz... Ja, er braucht noch einen Zug, um seinen König zu rochieren und auch der Läufer ist noch nicht entwickelt. Das heißt, Schwarz ist in der Entwicklung hinten dran. Und das möchte jetzt Weiß ausnutzen. Er spielt F4, spielt im Zentrum und versucht die Stellung zu öffnen. Gut, Springer C4, Springer schlägt D3. Ja, Schwarz bekommt zwar das Läuferpaar auf der anderen Seite, öffnet sich die C-Linie für Weiß und er hat ein sehr festes Zentrum natürlich. Sehr schönes Zentrum mit Raumvorteil und das ist einfach eine bequemere Stellung für Weiß. Also Springer C4, auch hier bekommt Schwarz das Läuferpaar, aber Weiß kann direkt weiter Druck machen mit E5. Und Schwarz ist, ja, hier steht vor Problemen. Schwarz spielt Springer D5. Alternativ könnt ihr auf E5 schlagen. Macht man natürlich schon mal nicht so gerne, weil es hier die F-Linie öffnet für den Turm. Und tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, kann hier Weiß einen ganzen Turm ins Geschäft stecken mit Turm schlägt F7. Ziemlich unglaublich, wie ich finde. Weiß könnte hier auch Läufer F4 spielen, das wäre auch gut möglich, aber Turm schlägt F7 ist natürlich, wenn man so einen Zug spielen kann und es funktioniert, dann ist es natürlich ein Knaller. König schlägt F7, Turm F1 Schach. Wenn der König nach E8 geht, folgt hier B3 und Schwarz kann nicht mehr diesen Bauern auf E6 gedeckt halten mit der Dame und wenn der Bauer fällt, dann fliegt quasi die gesamte schwarze Stellung auseinander. Und nach König G8, Dame F2, jetzt droht Matt auf F7, Springer schlägt E5, jetzt einfach Springer F3. Und es zeigt sich, dass Schwarz nicht mehr vernünftig F7 unter Kontrolle halten kann. Mit Springer G6, jetzt kommt Springer D2, Doppelangriff jetzt auf Dame und Matt, deshalb muss Schwarz die Dame geben, hat zwei Türme für die Dame, aber König steht nach wie vor ein bisschen seltsam. Die Bauernstruktur ist ein wenig geschwächt und Schwarz-Weiß steht hier besser. Aber es ist natürlich noch nicht vorbei hier, ganz klar. Nur ein wenig Vorteil für Weiß. Gut, folgende Partie ist folgt Springer D5. Aber da sehen wir schon, was für Gefahren hier in der schwarzen Stellung stecken bereits. Und jetzt spielte Weiß Springer E4. Springer E4 sieht verlockend aus, Springer steht dort sehr schön, aber Springer schlägt D5 wäre noch ein bisschen ein Tick kraftvoller gewesen. Dame schlägt D5, jetzt C4. Starkes Bauernopfer hier. Dame wird von der zentralen Stellung auf D5 weggelockt und jetzt E schlägt D6, Läufer schlägt D6 und Springer F5. Und mal wieder sehen wir, das Problem von Schwarz ist sein König in der Mitte und der kommt hier auch nicht weg. Schwarz versucht jetzt die Damen zu tauschen, aber Weiß behält einfach die Dame auf dem Brett. Ungleichfarbige Läufer. Und wie wir alle wissen, oder wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ungleichfarbige Läufer begünstigen den Angreifer.
Und da kommt es häufig auch gar nicht so sehr auf das Material an, beziehungsweise nicht so sehr auf die Bauern. Es kommt darauf an, wer angreift, denn Weiß hat quasi auf seiner Felderfarbe, auf der schwarzen Felderfarbe, eine Figur mehr für den Angriff, der Läufer. Und der König kommt jetzt nicht weg. F5 ist vielleicht möglich, die Stellung weiter zu öffnen. Sehr, sehr gefährlich hier für Schwarz. Gut. Springer E4. Und jetzt begeht hier Schwarz einen Fehler. Er schlägt den Läufer auf E3. Sieht verlockend aus, sich hier das Läuferpaar zu schnappen natürlich. Läuferpaar ist in vielen Stellungen ein Trumpf. Aber in dieser Stellung, der Springer auf D5 steht wunderbar, deckt viele Felder und der Läufer auf E3 strahlt keine besondere Gefahr aus im Moment. Von daher, es war nicht nötig, diesen Abtausch herbeizuführen. Schwarz könnte einfach auf E5 tauschen, stattdessen kurz auch hier. Und es wäre alles nicht so wild. Wie gesagt, der Springer auf D5 hat auch ein Auge auf F6, wo es ja auch häufig Opferideen gibt. Das war das Springer F6-Spiel. Und Schwarz kann hier seine Stellung zusammenhalten. Anders ist es in der Partie. Na, Springer schlägt E3, Dame schlägt E3. Die Springer hier im Zentrum üben doch einiges an Druck aus und Schwarz hat hier Probleme. D schlägt E5, F schlägt E5, Läufer D7. Und Weiß spielt hier einen sehr natürlichen Zug, spielt die letzte unentwickelte Figur nach D1, Turm AD1. Aber stattdessen, noch stärker wäre gewesen, Turm F4, Verdoppelung auf der F-Linie und dieser Turm steht wunderbar hier auf der vierten Reihe. Wir sehen hier schon direkt, er zielt auch gegen die Dame und falls der König kurz rochiert, kann der Turm natürlich hier auch rüberschwenken. Falls hier zum Beispiel Schwarz kurz rochiert, direkt wird das bestraft mit Springer F5 und wir sehen hier direkt sind schon solche taktischen Möglichkeiten in der Stellung. Weiß gewinnt die Dame. Und falls an dieser Stelle Dame C7, dann Turm AF1, das war die andere Idee von diesem Turmzug, Druck auf F7. Wiederum, wenn es hier schwarz rochiert, er überlebt es einfach nicht. Springer F6 kommt, brauchen wir gar nicht groß angucken. Alle weißen Figuren nehmen am Angriff teil. Das nimmt kein gutes Ende. Schwarz kann hier auf E5 zugreifen, aber ja, es sieht hier schon optisch sehr, sehr unangenehm aus für Schwarz. Er hat diesen Zugläufer C5 allerdings noch. Und jetzt hier Druck auf D4. Aber tatsächlich funktioniert Turm schlägt D7 und Weiß Tausch auf C5. Dann gibt es hier diesen Zug B4 mit Ablenkung der Dame. Weiß hatte Qualität weniger, aber er ist mitten im Angriff und ja, steht sehr gut. Okay, kommen wir zurück zur Partie Turm AD1. Sehr natürlicher Zug, aber wie gesagt, Turm F4 wäre sogar noch stärker gewesen. Dame C7. Und jetzt lässt Weiß Schwarz mehr oder weniger entkommen mit seinem nächsten Zug. Er spielt Dame F4. Und das ist einfach, ist nicht das richtige Feld für die Dame. Der Turm will nach F4. Wiederum, mit einem Zug Verzögerung funktioniert es immer noch. Kurz auch gerade Springer F6 ist ähnlich wieder. Und nach Dame schlägt E5. Auch hier hat Weiß Möglichkeiten. Selbst mit dem Turm auf D1 statt auf F1, jetzt Springer F3, Dame schlägt B2, jetzt Springer D6 Schach. Tatsächlich hat Weiß zwei Bauern ins Geschäft gesteckt, nicht zwei Figuren. Das wäre zu viel, aber zwei Bauern. Aber alle seine Figuren sind aktiv. Und Schwarz kann jetzt erstmal nicht rochieren, weil er Läufer auf D7 hängt. Und auch hier hat Weiß starken Angriff. Und das wird sehr schwierig für Schwarz. Okay, Dame F4. Gut, es droht Matt auf F7, aber das kann Schwarz leicht parieren. Und jetzt kommt eben der Turm nicht so gut rüber hier auf die vierte Reihe. Und es ist jetzt ein bisschen zu langsam für Weiß. Spielt jetzt erstmal C3, stützt hier den Springer auf D4, aber jetzt hat natürlich Schwarz Zeit, seine Figuren ins Spiel zu bringen, vielleicht was abzutauschen. Und dann, wenn sich hier Schwarz konsolidiert, dann irgendwann ist sein Läuferpaar natürlich ein großer Trumpf und auch dieser Bau auf E5 kann schwach werden.
Von daher, Weiß muss was machen. Und er probiert es hier mit Turm D3. Möchte jetzt mit dem Turm rüberschwenken und doch noch einen Angriff initiieren. Und hier greift jetzt Eljanov tatsächlich fehl, spielt F6, möchte direkt die Spannung lösen. Aber das trifft auf eine bemerkenswerte Antwort. Er hätte hier Läufer C6 spielen können. Und ja, jetzt Turm mit G3 und jetzt einfach diesen Springer abtauschen, der immer wieder gedroht hat, auf von E4 nach F6 zu hüpfen. Aber wenn der Springer weg ist, was will jetzt hier Weiß noch groß machen? Das ist bombenfest im Prinzip. Schwarz kann G6 spielen, der Springer auf D4 macht jetzt nichts. So. Und Springer F5 übrigens wird hier einfach mit Dame C5 gekontert. Deckt den Turm auf D5 und dann könnte Schwarz auf F5 schlagen, falls jetzt Weiß nicht Springer D4, Springer E3 spielt. Und sonst ja, steht Schwarz angenehm. Druck auf E5. Ja. Und Schwarz steht besser. Gut, aber so kam es nicht. Glücklicherweise für uns Zuschauer, denn wir werden hier noch einiges Bemerkenswertes zu sehen bekommen. F6. Ja, was ist die Idee von F6? Falls jetzt Weiß E Schläger F6 spielt, dann möchte Schwarz die Dame vom Brett nehmen. G Schläger F6 und wir haben hier ein Endspiel, was wunderschön ist für Schwarz mit dem Läuferpaar. Hat er hier klaren Vorteil. Aber Schwarz hat die Rechnung ohne Weiß gemacht. Weiß hatte ja etwas dagegen und er schlug mit dem Springer auf F6. Tatsächlich. Und jetzt begeht Eljanov einen weiteren Fehler. Er schlägt mit dem Bauern. Er nimmt das Figurenopfer an, aber das hätte er lieber nicht machen sollen. Läufer schlägt F6 war nötig. Und jetzt, ja, jetzt ist Weiß gezwungen, mit dem Bauern zu schlagen, aber jetzt eine ganz andere Kiste, denn jetzt hat eben Schwarz nicht das Läuferpaar. Und die Störung ist tatsächlich jetzt ungefähr ausgeglichen. Wobei natürlich nach wie vor Potenzial in der Störung ist und beide Seiten was probieren können. Ich würde persönlich lieber Schwarz nehmen hier. Okay. Aber Eljanov schlug mit dem Bauern. Es folgte Turm G3 Schach. König zieht nach H8 und Eljanov hat sich wahrscheinlich auch hier auch gedacht, was ist denn jetzt hier los? Dame H6, Turm F7. Ich verteidige hier alles im Prinzip. Ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einmal das Video anhalten und selber hier versuchen, auf den weißen Zug zu kommen. Ich könnte diesen Zug fast in meiner Serie aufnehmen, unglaubliche Züge. Es wäre definitiv ein Kandidat. Also halt kurz das Video an und probiert hier selber auf den Zug zu kommen. Okay, Yoshinok entpackte Turm G7 und das hat Eljanov definitiv verpasst, sonst wäre er sicherlich nicht in diese Variante gegangen. Das kann man schon mal verpassen, denn der Turm schlägt nichts. Wenn hier ein Bau auf G7 stehen würde, ich glaube, dann wäre es natürlicher, diesen Zug auch zu berechnen, weil man Schlagzüge berechnet man immer schneller, vor allem wenn es irgendwie Schlagzüge sind auf G7, auf H7. Aber weil der Turm eben nichts rausschlägt, hat das Eljanov vermutlich übersehen. Und was ist die Idee? Der Turm kann nicht gut geschlagen werden, weil dann jetzt Weiß mit Schach auf F6 schlägt und dann hier die Dame einkassiert und Schwarz hat hier nicht genug Material. Ja, aber wenn Schwarz den Turm nicht schlagen kann, was kann er sonst tun? Es droht nicht nur Turm schlägt E7, es droht auch Dame H6 nebst Matt. Und das ist eine ziemlich tödliche Drohung. Tatsächlich zum Beispiel Dame schlägt E5, Dame H6, Dame E4. Es sieht so aus, als hätte Schwarz sich noch verteidigt, aber es kommt einfach Springer F5, blockiert hier die Diagonale und Schwarz wird Matt gesetzt. Eljanov hatte tatsächlich Glück im Unglück, möchte ich sagen, dass er überhaupt noch vernünftige Partie fortsetzen kann oder dass er noch etwas probieren kann. Mit F schlägt E5. Dame H6 und gut, jetzt droht Matt auf H7, das heißt, alles muss mit Schach kommen von Schwarz. Turm schlägt F1 Schach, König schlägt F1. Und jetzt Läufer B5 Schach. Ja, alternativ hätte Schwarz auch Dame C4 probieren können.
aber na, das würde hier nicht gut enden. Turm schlägt E7, ist Trupp matt, deshalb muss Dame G6 kommen. Und ja, jetzt hat hier Weiß die Wahl, kann auf G6 schlagen, Springer F3 spielen. Sogar noch stärker ist hier Turm schlägt H7 Schach, kleine Kombination, Dame F6 Schach. Hier den einkassieren auf D8, noch einen Schach geben und Springer C2. Und Weiß hat zwar nur einen Bauern mehr, aber seine Stellung ist absolut überragend. Der Springer geht nach E3, steht dort wunderbar, kein Gegenspieler, Schwarz König ist schwach und das ist eine klare Gewinnstellung für Weiß. Deshalb probierte Ejanov Läufer B5 Schach und jetzt macht hier Igor Shinnok einen Fehler. Wirklich schade tatsächlich, denn er hätte diese Partie ja krönen können. Wohin soll der König ziehen? Wisst ihr was? Ich mache hier noch eine Aufgabe für euch. Ich möchte das hier ein bisschen interaktiv gestalten. Wohin soll der König ziehen? F2, G1 oder E1? Also, hier könnt ihr auch noch mal ein bisschen Zeit investieren und die richtige weiße Fortsetzung versuchen zu finden. Okay, ich mache weiter. Der König zog nach G1 in der Partie, aber er hätte nach E1 ziehen sollen. König E1, Schwarz muss Läufer D3 spielen, Einzelzug, fast Einzelzug, Läufer H4 Schach, Dame schlägt H4 und ist Pech für Schwarz mehr oder weniger. König schlägt G7, scheitert an Springer schlägt E6 und Dame schlägt G7, Dame schlägt G7, scheitert an Dame schlägt D8 Schach. Und hier kann es sich Weiß ganz einfach machen, in dieses Bauernendspiel zu gehen, was haushoch gewonnen ist. König geht nach E4 und Weiß hat nicht nur einen entfernten Freibau und Schwarz wird auch in Zugzeug kommen, damit König auf 6, denn Weiß hat eine Million mehr Abwartezüge als Weiß. Ja, Weiß hat eine Million mehr Abwartezüge als Schwarz und das ist sehr einfach. Deshalb Läufer D3, aber jetzt Springer steht E6 und wir sehen hier den Unterschied zur Partie. In der Partie kann jetzt Schwarz ein Schach auf B6 geben, hier kann er es nicht. Und ja, was soll er machen? Läufer F8, Turm schlägt C7, Läufer schlägt H6, Springer schlägt D8. Das ist eine glatte Mehrqualität. Ja, das ist einfach, ich brauche nicht mehr drüber reden. Hier hätte Janov mit Sicherheit aufgegeben. Und nochmal kurz zur Illustration. Was passiert hier, wenn Schwarz die Dame wegzieht? Sagen wir nach C6, um hier selber matt zu setzen mit Dame E4 vielleicht. Ist zu langsam, Weiß ist zuerst dran und setzt matt auf G7. Das ist auch eine weitere Drohung von Weiß. Ja, da ließ Iljuschnik eine große Chance liegen mit dem Zug König G1. Und jetzt sehen wir hier, es kommt genauso, aber jetzt hat hier Schwarz noch einen Zug, nämlich da B6 Schach. Und jetzt, auf wunderbare Art und Weise, verteidigt sich Schwarz tatsächlich. Läufer F8. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Schwarz behält alles gedeckt. Er macht sich hier auch diese Festung zunutze, weshalb jetzt hier Weiß noch nicht mal auf F8 schlagen kann. Und es sieht im ersten Moment so aus, als würde Schwarz hier direkt gewinnen, aber das ist auch nicht der Fall. Dame F6, was jetzt einen tödlichen Abzug droht mit dem Turm. Doch Schwarz hat auch hier wieder eine Riposte. Dame schlägt E6, gibt die Dame und Schwarz bekommt genügend Material. Aber Weiß hat hier auch nochmal eine Feinheit. Er schlägt nicht direkt auf E6, sondern spielt Turm G8, Doppelschach. Er zwingt König schlägt G8 und jetzt Dame schlägt E6 Schach. König muss nach G7, sonst würde der Turm fallen nach Dame F6 Schach. König G7, Dame schlägt E5 Schach, König F7, Dame C7 Schach. So, und hier halten wir mal kurz inne. Es gab eine Menge Schachs, es wurden eine Menge Figuren geschlagen in den letzten Zügen. Was ist eigentlich passiert? Schwarz hat die Dame aufgegeben, aber hat dafür zwei Läufer und den Turm. Weiß dafür hat die Dame und drei Bauern. Und wenn wir jetzt streng gehen nach dem Materialsystem, dann hat Weiß sogar eine Bauerneinheit mehr. Denn Dame 9 Punkte und dann 3 Bauern dazu, haben wir 12 Punkte. Während Schwarz Turm 5 Punkte und Läufer jeweils 3 Punkte, also zusammen 11 Punkte. Ja,
Aber das Materialsystem ist eben nicht immer ganz zutreffend und es kommt immer konkret auf die Störung an. Wenn jetzt hier die weißen Bauern vielleicht ein bisschen gefährlicher wären und nicht hier hinten drin stehen würden und nichts machen würden, dann wäre das besser für Weiß. Aber in dieser Stellung hat Weiß tatsächlich keinen Vorteil. Und es ist eher Schwarz, der noch etwas probieren kann, weil Schwarz eben mit den Läufern und dem Turm einen Angriff generieren kann gegen den weißen König. Und es ist für Weiß tatsächlich schwieriger zu verteidigen. Turm D6. Gut, wir sehen hier, jetzt geht es hier erstmal weiter. Dame F3, Schach, Läufer F6. Hier spielt Weiß C4. Objektiv gesehen ist das kein Fehler, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig. Er sollte vielleicht eher einfach ruhig spielen, nichts machen. Aber gut, schauen wir mal weiter. Ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, auch Großmeister hätten hier ihre Schwierigkeiten, diese Stellung mit Weiß zu verteidigen. Weiß gibt diesen Bauern, aber bekommt im Gegenzug hier nach ein paar Schachs den Bauern auf H7. Es geht noch ein bisschen weiter. Schwarz entkommt hier dem Dauerschach. Jetzt B3, Läufer B5 und jetzt Dame steht H7. Und jetzt hat Schwarz eigentlich noch einen Bauern übrig auf A6, aber das kann häufig von entscheidender Bedeutung sein, denn sagen wir jetzt nochmal angenommen, ein Szenario, wo Schwarz Turm und Läufer abtauscht gegen die Dame, dann am besten Turm, diesen Turm und diesen Läufer, denn sonst hätte er hier den falschen Bauern übrig. Wenn diese Figuren sich abtauschen würden, sagen wir noch ein paar Bauern, dann hätte Schwarz immer noch eine Gewinnstörung, weil er noch diesen Bauern übrig hat. Aber das ist nur theoretisch, denn in der Praxis ist das schon gar nicht so leicht für Weiß überhaupt zu erreichen. Denn jetzt fängt Schwarz so langsam an, hier selber Mattdrohungen aufzustellen. Turm F6, Druck matt auf F1, was ja, eigentlich nur pariert werden kann mit G4. Und jetzt kommt hier der Turm auf die zweite Reihe und es wird wirklich unangenehm. Tatsächlich objektiv gesehen, der Computer verteidigt das hier, aber der Mensch, ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. G5 ist hier ein Fehler, stattdessen sollte A4 geschehen. Aber ich werde mich hier nicht nochmal wiederholen. Sehr, sehr schwierig hier. Natürlich für Schwarz. Für Weiß. Sehr schwierig für Weiß. Auch wenn es objektiv ausgeglichen bleibt. Das ist ja eine mögliche Computervariante. Okay. Turm F2, G5. Läufer C6. Folgte hier Turm H2, Schach wäre stärker gewesen. Und jetzt hier den Bauern auf A2 einkassieren. Und Weiß bekommt hier einfach keinen Dauerschach auf die Reihe. Der König findet hier Sicherheit im Zentrum und tatsächlich sind jetzt hier im Prinzip die gesamte schwarze Armee am Angriff teil. Und das ist einfach zu viel. Das wird Weiß nicht aushalten und Schwarz gewinnt. Okay, Janus spielte Läufer C6. Wonach die Störung wieder ungefähr im Gleichgewicht ist. Aber eben nur objektiv mit Computerhilfe, praktisch gesehen. Natürlich nach wie vor sehr schwierig. Läufer D4, Dame G8-Schachs, folgen ein paar weitere Schachs. Jetzt König H1. Weiß probiert es weiterhin, sich zu verteidigen, so gut es geht. C7, Dame F7, Turm F2, Dame E7, G6. Läufer C5 und jetzt hier kommt der entscheidende Fehler. Ich habe es schon häufig gesagt. Es war eine sehr schwierige Verteidigung, ohnehin für Weiß. Hier sollte er Dame E5 Schach spielen, Läufer D6 und Dame G7 und der Computer hält es weiterhin, aber der Mensch, gut. Wie gesagt, ist eine andere Geschichte. Stattdessen spielte Weiß Dame F7, jetzt Turm F2 und ja, jetzt folgte Dame G7. Weiß hätte hier noch ein bisschen mehr Widerstand leisten können. Ich möchte euch diese Weine nicht vorenthalten, ich finde sie auch recht ästhetisch mit Dame H7, König D6 und jetzt G7. Tatsächlich steht Weiß davor, eine weite Dame zu bekommen, aber die schwarzen Figuren sind einfach so dominant und jetzt hat hier tatsächlich Schwarz alles unter Kontrolle. Läufer D5. Und ja, Weiß ist einfach immer in diesem Abzug drin. Dame H8.
Und König C7, sehr ästhetisch. Der König nimmt hier der weißen Dame Schachgebote. Und tatsächlich, die weiße Dame kann jetzt nicht gut ziehen, weil wo immer sie hinzieht, bis auf H7, wird sie einfach einkassiert mit Schach. Dann haben wir Dame E8, einfach Turm E2 Schach und die Dame wird einkassiert. Deshalb muss sich die Dame auf H7 verstecken. Aber ja, jetzt Läufer G8 ist schon möglich, Dame H8 und es ist schon fast Zugzwang hier. Dame muss hier in der Ecke bleiben. Ja, auch König H1 wird natürlich jetzt hier nicht helfen, denn zum Beispiel kann hier auf diese Art und Weise die Dame einkassiert werden. Und ich zeige euch noch kurz diese Variante hier zu Ende. H4, König D7, H5, Turm F7 Schach, König H2 und jetzt Turm schlägt G7 und Dame H6. Aber jetzt wird nicht die weiße Dame erlegt, wird nicht die weiße Dame gefangen, sondern der weiße König. Und beziehungsweise jetzt müsste Weiß die Dame geben auf E6, sonst ist matt. Und das ist das Ende der Geschichte. Schauen wir uns das Ende der Partie noch an. Dame G7 folgte, König D6, König geht aus der Festung, Weiß hat kein Schachgebot mehr, probiert noch B4, aber Schwarz zieht einfach zurück nach B6, Dame H6, Läufer C6 Schach, König G1, Läufer D5 und wir haben ein ähnliches Szenario, wie wir es eben schon gesehen haben. Der König steht im Abzugsschach, die Dame kann nicht ziehen und es ist vorbei. A4, Läufer D4 und damit gab hier Weiß auf. Denn jetzt droht Schwarz sogar schon matt zu setzen, sagen wir. Weiß macht irgendeinen Zug und jetzt kommen hier die Läufer. Ganz simpel, geben einfach mal weiter Schach, bis der König dann hier nach C1 kommt und Turm A1 matt folgt. Deshalb gab Weiß an dieser Stelle auf. Eine Partie mit Höhen und Tiefen. Weiß hat sehr stark angefangen, aus der Eröffnung heraus Druck gemacht mit, ich vermute, einer starken Vorbereitung, interessanten Neuerung, Dame D2, was bisher kaum gespielt wurde. Dann hat er den Fuß vom Gas genommen, möchte ich sagen, mit ein paar ungenauen Zügen. Hat Schwarz quasi entkommen lassen, zur Rochade kommen lassen und Schwarz hatte sich im Prinzip konsolidiert, wollte dann die Steuerung vereinfachen, aber tappte dann quasi in die Falle. Es kam Turm G7, der Zug der Partie. Doch dann verpasste Weiß diesen einen Zug, König E1, spielte König G1 und da hat sich Eljanov hervorragend verteidigt und dann mit seiner Klasse einfach durchgesetzt in dem Endspiel, was sehr komplex ist und aus praktischer Sicht sehr schwierig ist für Weiß. Lasst mich wissen in den Kommentaren, ob ihr diese beiden Züge gefunden habt, König E1 und auch Turm G7 davor. Und generell würde mich freuen, wie euch die Partie gefallen hat. Mir hat sie sehr gut gefallen. Und dann könnt ihr, wie gesagt, auch in der Rochade-Zeitung meine Textanalyse finden. April-Ausgabe von der Rochade-Europa-Zeitschrift. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.